The floor is yours, Kleinmächter. Ja, werte Frau Präsidentin, vielen Dank für das Wort. Ich möchte mich zu dem Thema Impfpflicht äußern. Wir hatten gestern eine große Debatte im Deutschen Bundestag darüber. Wir wissen, dass in Österreich die eben erst beschlossen worden ist. Und ich habe ein großes Problem mit den Worten, die teilweise auch in dem Bericht stehen und die auch Frau Kollegin Bayer gesagt hatte. No one's safe until everyone's safe. Da möchte ich mit Benjamin Franklin dagegen halten. Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. Und mir ist dieser Bericht, wie er vorliegt, wahrlich ein bisschen zu einseitig. Es geht hier um Impfen, Impfen, Impfen und die Leute hinter FFP2-Masken zu stecken, obwohl wir wissen, dass diese Masken auch wieder Probleme haben. Atemwiderstand ist zu groß und so weiter. Für Kinder ist das teilweise gefährlich. Aber nichts in dem Bericht dreht sich um zum Beispiel medizinische Fakten, wie zum Beispiel das Vorhandensein von Antikörpern, wie zum Beispiel medizinische Evidenz, wie zum Beispiel natürliche Immunität, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Omikron als Variante insbesondere für die Menschen unter 40 nicht besonders gefährlich ist und ich glaube, die Todesrate bei Kindern bei fast null liegt. Und meine Damen und Herren, wenn wir uns nur auf einen Zwang fixieren, impfen, impfen, impfen und das auch noch als Pflicht, dann ist das falsch, dann ist das inkompatibel mit einer freien Gesellschaft, die wir eigentlich haben möchten. Wir haben die Europäische Menschenrechtskonvention, die unseren Gedanken hier in der parlamentarischen Versammlung zugrunde liegt. Und dort gibt es Artikel 5, das ist das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Und es gibt den Artikel 2, das ist das Recht auf Leben, aber eben als Abwehrrecht gegen den Staat. Nicht in dem Sinne, dass sozusagen der Staat jegliche biologische Gefährdung ausschließen müsse, sondern in dem Sinne, dass der Staat nicht bewusst töten darf. Und das ist ja völlig richtig so. Aber meine Damen und Herren, dann können wir doch nicht einem potenziellen Ziel, nämlich das Recht auf Leben für alle irgendwie zu gewährleisten, potenziell das Recht auf Leben derer kompromittieren, die sich bewusst gegen eine Impfung aussprechen und entscheiden und das nicht wollen, aber wenn sie zwangsgeimpft werden oder durch eine Impfpflicht über Bußgelder dazu gezwungen werden, letztendlich mit den Konsequenzen selbst leben müssen, meine Damen und Herren. Ich möchte, und das geschieht nicht oft, das wissen Sie, Frau Everstott hier, für die wirklich differenzierten und ausgewogenen Worte danken, weil ich glaube, dass sie völlig recht hat in dem, was sie gesagt hat. Es ist wichtig, dass die Menschen hochqualitativen, kritischen Zugang zu Berichten über diese Impfstoffe bekommen. Und zwar über ihr Für, was sie definitiv haben, wie auch über ihr Wider. Aber wir dürfen diese Debatte nicht vermengen mit der allgemeinen Behauptung, Impfen sei Solidarität. Denn wir wissen, Impfen ist vor allem Eigenschutz, nicht Fremdschutz. Es hindert nicht an der Verbreitung des Virus, es hindert nicht daran, dass Menschen andere anstecken. Ja, es kann verhindern, dass man einen schweren Verlauf hat. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir werden Covid nicht bieten, wie es im Titel steht, mit einer allgemeinen Impfpflicht oder mit FFP2-Masken. Wir können den Menschen helfen, die Risikogruppen sind und die gefährdet sind. Aber vor allem muss immer die Freiheit stehen, die Freiheit auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper, wie wir es in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert haben. Vielen Dank.